Die erste Staffel von The Promised Neverland ist jetzt vorbei und ich habe mir nun auch den Manga von Band 1 an durchgelesen, um zu schauen, was vielleicht so anders war. Denn es haben sich viele Manga-Leser von The Promised Neverland unter meinen Reviews zu Wort gemeldet und eine Sache quasi immer wieder geschrieben. Lies den Manga, er ist besser und detaillierter als der Anime. Und als ich diese Kommentare las, hat mich das ein bisschen an einen anderen Anime erinnert. Und ja, ich denke da an dich, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul ist wohl der Anime, welcher seiner Manga-Vorlage überhaupt nicht gerecht wird. Und da wird mir, glaube ich, auch jeder zustimmen, der den Manga von Tokyo Ghoul gelesen hat. Ich gehe sogar so weit und sage, dass Tokyo Ghoul eine der schlechtesten Anime-Adaptionen ist, die ein Manga je bekommen hat. Denn der Manga von Tokyo Ghoul ist meiner Meinung nach ein Meisterwerk, wohingegen der Anime fast alles falsch macht, was man nur so falsch machen kann. Außer die Musik vielleicht. Und auch mit der Meinung stehe ich eigentlich nicht alleine da. Das ist doch schon mal ganz schön. Aber was macht denn nun der Anime von Tokyo Ghoul so falsch und wieso vergleichen das jetzt so viele mit dem Anime von The Promised Neverland? Das Thema dieses Videos soll sein, was der Anime von The Promised Neverland besser macht als der Anime von Tokyo Ghoul, obwohl beide Adaptionen dasselbe Problem haben. Nämlich das Problem, dass viele Sachen aus der Manga-Vorlage ausgelassen wurden und gerusht wurden. Damit wir hier einen fairen Vergleich haben, nutze ich hier primär Staffel 1 von Tokyo Ghoul als Anhaltspunkt. Wobei ich noch erwähnen will, dass Staffel 1 noch die Staffel bei Tokyo Ghoul ist, bei der auch die Manga-Leser noch einigermaßen Spaß dran hatten. Ich vergleiche die beiden Anime-Adaptionen anhand von folgenden Anhaltspunkten. Das wäre einmal das Pacing des Anime, die Charakterdarstellung im Anime und das Storyverständnis für die Zuschauer. Ja, ich weiß, einige dieser Punkte werden sich an gewissen Stellen überschneiden, aber das dient dann auch nur dem Verständnis für euch. Da ich keinen Strike bekommen möchte, verwende ich in diesem Video hier außerdem auch keine Tokyo Ghoul Bilder, deswegen seid hier nicht groß verwundert. Habt da schon meine schlechten Erfahrungen mit gemacht. Beginnen wir also jetzt mit dem Pacing des Anime. Und mit dem Wort Pacing ist die Geschwindigkeit gemeint, mit der sich eine Story voranbewegt. Das Pacing lässt sich meiner Meinung nach an so zwei Punkten ganz, ganz gut festmachen und ist auch häufig, aber nicht immer, verantwortlich dafür, ob die gleich folgenden Punkte funktionieren oder nicht. Man geht meistens davon aus, dass ein Pacing zu schnell, zu langsam oder genau angemessen sein kann. In der Regel haben Anime, welche staffelweise ausgestrahlt werden, ein angenehmes Pacing und hierbei dienen dann Anime wie Parasite, Mob Psycho 100 oder auch Attack on Titan als gutes Beispiel. Hierbei kann der Zuschauer der Geschichte in der Regel einfach problemlos folgen. Ein sehr langsames Pacing findet sich häufig bei Long-Running Anime, wobei One Piece oder Boruto als Beispiel dienen. Bei diesem Pacing kommt beim Zuschauer häufig ein Gefühl der Langeweile auf und es wirkt zum Teil auch so, als würde man unnötige Dinge vorgetischt bekommen und das Ganze wäre sehr gestreckt. Und dann gibt es noch die Anime, welche ein zu schnelles Pacing haben, unter anderem besonders Tokyo Ghoul und auch vermeintlich, sage ich extra noch hier, The Promised Neverland. Hier fällt auf, dass der Zuschauer gerade in Anime, die ein schnelles Pacing haben, viele Dinge nicht so wirklich versteht. Sachen wirken gerusht und können nicht richtig nachvollzogen werden, da eventuell wichtige Szenen ausgelassen wurden. Somit haben wir hier schon mal das Gefühl der Zuschauer, welches beim Pacing in Betracht gezogen werden muss. Der Grund für das Pacing liegt aber häufig nicht nur daran, sondern auch an der Anzahl der Manga-Kapitel, welche in einer Folge adaptiert wurden. So ist es in der Regel, das muss aber auch nicht immer so sein, da es ja auch Manga gibt, welche von sich aus schon ein unausgewogenes Pacing haben. Aber wie viele Manga-Kapitel sollten denn nun in einer Folge eigentlich so drinstecken? Die Faustregel, welche sich bewährt hat, geht hier meistens von 2 oder 2,5 Kapiteln für eine Folge aus. Ein langsames Pacing, wie wir es zum Beispiel in One Piece vorfinden, entsteht dadurch, dass häufig nur ein Kapitel, wenn nicht sogar noch weniger Inhalt in eine Folge gesteckt wurde. Von einem sehr schnellen Pacing redet man meistens, wenn 3 oder mehr Kapitel in einer Folge adaptiert wurden und man muss hier natürlich nochmal unterscheiden, wie lang ein Kapitel geht. Ja, da es ja wie im Fall von Attack on Titan
pro Kapitel ca. 40 Seiten gibt und bei zum Beispiel Promised Neverland nur 20 Seiten pro Kapitel. Wie viele Kapitel wurden denn nun bei Tokyo Ghoul und bei The Promised Neverland adaptiert? Ich rund das Ganze mal hier etwas. Bei Tokyo Ghoul wurden in Staffel 1 ungefähr 70 Kapitel adaptiert. Dadurch kommen wir auf ungefähr 6 Kapitel pro Folge, was einfach nur krass ist. Aber hier muss auch erwähnt werden, dass durch die Action-Szenen in Tokyo Ghoul manche Kapitel nicht so viel Inhalt hatten und kaum Dialog hatten, wodurch die natürlich schneller abgearbeitet werden konnten. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Bei The Promised Neverland sind es hier ca. 40 Kapitel, die in Staffel 1, also in 12 Folgen, adaptiert wurden, wodurch wir ungefähr auf 3,5 Kapitel pro Folge kommen. Nicht so viel wie bei Tokyo Ghoul, jedoch muss man betrachten oder beachten, dass in The Promised Neverland unglaublich viel geredet wird, unglaublich viel Dialog da ist und kaum Action in diesen 40 Kapiteln da ist. Also deutlich weniger Action als zum Beispiel in Tokyo Ghoul. Somit lassen sich beide Anime in die Riege der Anime mit einem zu schnellen Pacing einordnen, zumindest nach der Definition. Und meiner Meinung nach ist das aber im Fall von The Promised Neverland um einiges besser gelungen als in Tokyo Ghoul. Doch was sind da jetzt eigentlich die Gründe für? Hierfür kommen wir nun zu dem Aspekt der Charakterdarstellung. Viele Manga-Leser von The Promised Neverland kritisieren nämlich, dass die Charaktere im Anime nicht dieselbe Tiefe haben, wie sie das im Manga haben. Und dem kann ich, nachdem ich den Manga auch gelesen habe, nur, bedingt zustimmen. Im Manga sieht man zum Beispiel die Gedanken von Emma, Ray oder auch Norman sehr, sehr häufig in extra Sprechblasen, sage ich jetzt mal so. Diese helfen dem Leser, die Charaktere noch besser zu verstehen und ihre Pläne oder Bedenken komplett nachzuvollziehen. Aber jetzt mal die Frage, kommt das im Anime wirklich nicht rüber, dass die Leute sich beschweren? Und meiner Meinung nach muss ich sagen, doch, das kommt eigentlich schon ganz, ganz gut rüber. Auch im Anime versteht man die Charaktere fast, ich sage fast, Leute, genauso gut wie im Manga. Das zeigt sich besonders gut daran, dass man nie das Gefühl hat, dass die Charaktere etwas tun, was nicht zu ihnen passt oder was wie aus der Luft gegriffen wirkt, weil etwas im Anime vorher nicht gezeigt bzw. ausgelassen wurde. Jedem Zuschauer ist klar, wer die Charaktere sind, wofür sie stehen und wie sie ticken. Und das auch ohne das in Anführungsstrichen Bonuswissen, welches die Leser im Manga bekommen. Daher funktionieren die Charaktere in der Adaption von The Promised Neverland auch meiner Meinung nach problemlos, was jedoch bei Tokyo Ghoul deutlich anders aussieht. Für einen Tokyo Ghoul Manga-Leser kann der ein oder andere Charakter in der Anime-Version sogar leicht befremdlich wirken. Jedoch haben Manga-Leser hier auch noch einen gewissen Vorteil, sage ich jetzt mal so, da sie sich ja auch gewisse Sachen zurückreimen können, da sie ja das nötige Wissen aus dem Manga haben. Anders sieht das hier aber für die Anime-Only-Zuschauer von Tokyo Ghoul aus. Diese können Charaktere gar nicht so verstehen, wie sie es eigentlich sollten. Besonders Ken Kaneki, welcher in der Anime-Version wie ein 0815 Battle-Shonen-Charakter dargestellt wird, trifft es hier richtig hart. Denn eigentlich ist Kaneki ein sehr tiefer Charakter, welcher viele Facetten hat. Und in den Folgestaffeln wird das Ganze auch nochmal viel besser ersichtlich, wie stark hier der Anime eigentlich versagt hat. Aber auch eine Toka kann im Anime nicht ihr wirkliches Potenzial zeigen, da auch einfach Szenen ausgelassen wurden, welche dem Charakter mehr Tiefe geben würden. Ein Szenebeispiel werde ich euch jetzt gleich hier im folgenden Punkt geben, nämlich dem Storyverständnis. Man kann aber final hier noch sagen, dass die Charaktere von The Promised Neverland sehr gut umgesetzt wurden, sehr verständlich für den Zuschauer umgesetzt wurden und dass das im Anime von Tokyo Ghoul gar nicht so gut gelungen ist, weil die Charaktere zum Teil sogar verfremdet wurden und somit nicht mehr die Charaktere waren, die man eigentlich so aus dem Manga kennt. Kommen wir jetzt jedoch zum Storyverständnis. Wenn eine Handlung zu schnell voranschreitet, bilden sich nicht nur vermeidbare Plotholes, sondern auch unverständliche Charakterentwicklungen. In The Promised Neverland ist jede Charakterentwicklung oder auch Entscheidung spätestens nach dem Ende der 12. Folge nachvollziehbar. Zumindest so, dass der Zuschauer eine gewisse Logik in den Aktionen der Charaktere sieht. Bei Tokyo Ghoul hingegen gibt es da einiges an unnachvollziehbaren Dingen.
Dingen. Ein Beispiel hierfür sind die Kampffähigkeiten von Ken Kaneki. Wieso kann ein Bücherwurm wie Kaneki plötzlich so agil und mit Technik kämpfen, obwohl er ja nie wirklich eine entsprechende Ausbildung oder Erfahrung ausgemacht hat? Im Anime bleibt dem Zuschauer das Ganze selbst überlassen. Im Manga hingegen sehen wir, dass Kaneki viele Male gemeinsam mit Toka trainiert hat und von ihr auch gewisse Techniken und Tipps gelehrt bekommen hat. Dadurch machen seine kämpferischen Fähigkeiten im Manga auch Sinn. Im Anime wirkte das Ganze einfach sehr Shonen-Klischee-mäßig, getreu dem Motto, der Protagonist kann's halt, weil er der Protagonist eines Battle-Shonens ist. Es gab noch einige andere Szenen, wie zum Beispiel die Sache mit Dr. Kano, also dem Arzt, welcher Kaneki zu einem, in Anführungsstrichen, Ghoul gemacht hat, und auch den sogenannten RC-Zellen oder RC-Zellen. All das wurde in Staffel 1 ausgelassen und zerstörte das Verständnis von Story- und charakterrelevanten Dingen für den Zuschauer. Diese Probleme weist The Promised Neverland einfach nicht auf, trotz der Tatsache, dass hier ebenfalls einiges ausgelassen wurde und zum Teil sogar gerusht wurde. Doch woran liegt das eigentlich? Klar, es mag mit daran liegen, dass Tokyo Ghoul im Schnitt 6 Kapitel in einer Folge hat und The Promised Neverland nur 3,5. Aber das ist aufgrund des massiven Dialogs in The Promised Neverland recht ausgleichbar, sage ich jetzt mal so. Meiner Meinung nach liegt es auch an der Prioritätensetzung dieser beiden Anime. Während sich The Promised Neverland trotz ausgelassener Sachen darauf konzentriert, hat die Story und die Charaktere nachvollziehbar und interessant für den Zuschauer rüberzubringen, wurde sich bei Tokyo Ghoul auf etwas anderes konzentriert. Bei Tokyo Ghoul wurde sich auf die Action konzentriert. Die Story und die Charaktere sind nur Nebensache und das Blut, also das Gore und die Kämpfe stehen im Anime von Tokyo Ghoul im Vordergrund. Das hat dafür gesorgt, dass sich auf die eigentlich essentiellen Punkte der Manga-Vorlage von Tokyo Ghoul überhaupt nicht mehr wirklich konzentriert wurde. Besonders gut zeigt es sich daran, dass Anime-Only-Zuschauer bei The Promised Neverland nie das Gefühl hatten, dass sie etwas verpasst oder etwas nicht richtig verstanden haben. Bei Tokyo Ghoul sah das komplett anders aus und die Zuschauer gingen mit großen Fragezeichen durch diese Episoden. Da ich selbst Reviews zu The Promised Neverland als auch Tokyo Ghoul auf meinem Kanal gemacht habe, ist mir das natürlich besonders aufgefallen und da habe ich natürlich auch eure Meinung mit einfließen lassen. Einem eingefleischten Manga-Leser mögen die in Anführungsstrichen Änderungen im The Promised Neverland Anime übel aufgestoßen haben, jedoch sind sie meiner Meinung nach sehr schwer mit denen von Tokyo Ghoul zu vergleichen, da The Promised Neverland auch in Anime-Form die Geschichte und die Charaktere sehr gut und für die Zuschauer verständlich rübergebracht hat, während Tokyo Ghoul hier meiner Meinung nach auf ganzer Linie versagt hat. Daher ist The Promised Neverland für mich trotz der ausgelassenen Sachen und Dialoge bzw. Monologe ein mehr als gelungener Anime, während Tokyo Ghoul aufgrund seiner falschen Prioritätensetzung nie eine Chance hatte, so zu glänzen wie der Manga von Tokyo Ghoul. In Schutz nehmen kann man Tokyo Ghoul natürlich immer noch dadurch, dass man berücksichtigt, dass es knapp 2 Kapitel mehr pro Folge Inhalt waren als bei The Promised Neverland. Aber was sagt ihr dazu, Leute? Konntet ihr alles nachvollziehen, was ich hier gesagt habe? Was seht ihr vielleicht anders oder stimmt ihr mir zu? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Thematik haltet, weil ja auch viele von euch eben das genau in den Kommentaren schon angebracht hatten, dass hier Promised Neverland und Tokyo Ghoul, die beiden Anime, gut zu vergleichen sind. Ich habe euch gezeigt, wie meine Meinung dazu ist. Jetzt eure Meinung in die Kommentare. Falls euch dieses Video hier gefallen hat, würde es mich wirklich freuen, wenn ihr das mit einem Daumen nach oben pusht, Leute, weil ich habe mir wirklich Mühe gegeben hier bei dem Skript. Könnt es auch gerne teilen, wenn ihr das noch anderen Leuten zeigen wollt. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Kostenlos abonnieren könnt ihr auch noch für noch mehr The Promised Neverland, Attack on Titan und Co. hier auf meinem Kanal. Soziale Medien kennt ihr, Twitter, Instagram, Discord und auch Twitch unten in der Videobeschreibung. Oben könnt ihr auch mal in der Infocard abstimmen, welche Anime-Adaption euch besser gefallen hat, ja? Schaut einfach mal oben rechts bei den i-Pünktchen rein und lasst mir eure Meinung da per Klick einfach mal da. An dieser Stelle wünsche ich euch wie immer noch einen wunderschönen Tag, Leute. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder.